Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Female Leader Stories. Heute mit meinem Interviewgast Maria Ziller, Head of HR bei der Salzburg AG. Vielleicht hast du dir den ersten Teil unseres Interviews über Gender Diversity und aber auch über ihren Aufstieg in der Karriere schon angehört. Und jetzt mache ich einen Deep Dive mit Maria zum Thema Führung, Empowerment, richtige Fehlerkultur und auch Abgrenzung zum Job. Und es ist ein super spannendes Interview. Du kannst hier viele, viele Tipps mitnehmen und ich wünsche dir viel Freude dabei. Deine Katja. Du hattest schon als Projektleiterin in dieser Implementation vom Energieeffizienzgesetz eine nicht disziplinarische Führung. Wie ist es dir da gegangen? Wie hast du das gemeistert von, okay, ich darf euch zwar nichts anschaffen, aber tut bitte. Ja, da muss man jetzt wissen, dass für mich Delegieren und so ist für mich nicht so einfach vom Typ her. Also wenn wir dann, kann ich mich erinnern, in den Projektmeetings saßen, ich habe super organisiert und dass das auch dokumentiert wird und so weiter. Aber wenn es war, wo es nicht klar war, wo geht jetzt die Aufgabe hin, dass das für mich gar nicht leicht war zu sagen, aber ich kann auch nicht alles machen. Also wer macht's jetzt? Und das auszusprechen, das musste ich lernen und muss ich auch heute noch, also das Delegieren ist wirklich ja sehr, sehr schwierig teilweise, dass man dann nicht gut tief in den Aufgaben drinnen ist. Ja, einfach auf seine Zeitressourcen auch zu achten, zu schauen, bei welchen Meetings ist man wirklich dabei und wirklich auch das Empowerment zu leben, wirklich Verantwortung abzugeben, zu sagen, ich gebe dir die Aufgabe, begleite dich, aber versuch mal, was rauskommt, wenn diese Aufgabenstellung vor dir ist und das versuche ich einfach zu leben, dieses Vertrauen und dass dann sehr viel kommt natürlich auch von den Einzelnen, die Aufgabe übernehmen und sie einfach zu begleiten und dann da zu sein, wenn sie anstehen oder Schwierigkeiten haben. Ja, also so in eine Art von Coaching-Haltung auch im Führungsstil zu gehen, ja. So kann man ja unterschiedlich, so Coaching ist so ein bisschen die Vorstufe von der Delegation, von der vollständigen Delegation, dass man dann trotzdem da ist und begleitet, und das gerade so für das eigene Kontrollbedürfnis auch noch gut, wenn man weiß, okay, da hängt jetzt viel dran an der Aufgabe. Und du hast aber einen schönen Begriff gesagt, also Delegieren als Empowerment zu leben. Und das finde ich extrem kraftvoll, weil im Endeffekt ist es das, ich traue dir die Aufgabe zu, und deswegen übergebe ich sie dir und das ist sehr empowering, wenn man das genauso sagt und sagt, okay, gebt jetzt nicht die Aufgabe und schauen wir mal, was rauskommt, sondern ich gebe dir die Aufgabe, weil ich weiß, du hast die Qualifikation dazu, du hast die Fähigkeiten dazu. Und das habe auch ich ja erlebt. Ich vertraue dir. Das ist ja bei mir und das war die beste Personalentwicklung für mich, dass man mir Dinge zugetraut hat und mich machen hat lassen. Mit meinen eigenen Vorstellungen, mit meinem Weg, wie ich verhandle, wie ich eben in einem Team zusammenarbeite und das gebe ich jetzt auch so weiter und da muss man natürlich auch, wenn jemand neu in ein Thema, in eine Aufgabe reinkommt oder ein Junior, da muss man dann natürlich auch dahinter stehen, wenn vielleicht mal wirklich auch was nicht bedacht wurde oder so, also absichtlich machte keiner Fehler, aber dass man sich dann auch hinter die Person stellt und sagt, das ist klar, du musst auch die Fehler machen, das muss passieren, damit du da dazu lernst und das gehört dazu. Dass man eben nicht an alles perfekt erwartet, sondern dass man auch diesen Spielraum, diese Flexibilität zulässt und dass man aber eben als Hilfeleistung da ist und auch wenn es dann bremslich wird zum Beispiel oder irgendwas wurde übersehen, dass man dann wirklich ein Verständnis hat und eben hinter der Person steht. Ja, also auch diese Fehlerkultur, die dann natürlich mit einhergeht, das kann nicht immer alles am Anfang perfekt sein. Ich finde einfach wichtig, dass man die Fehler machen darf und dass man dann auch daraus lernt einfach. Also, dass man hilft, die Learnings rauszuziehen und zu sagen, okay, wie vermeidet man das in Zukunft? Was können wir tun, um es anders zu strukturieren vielleicht? Oder auch immer, und das zeichnet eigentlich gute Führungskräfte aus, dass sie auch mal schauen, was ist mein Anteil am Thema? Also mein Anteil am Fehler auch, habe ich es nicht richtig übergeben, habe ich nicht geschaut, ob das Definition of Done klar ist, also dass das Ergebnis klar ist oder ähnliches. Ja. Und da einfach mit sich selber ein bisschen zu reflektieren in die Richtung. Und also das ist natürlich super, das Delegieren ist ein wunderbares Thema, aber bei der nicht disziplinarischen Führung ist ja auch noch so, dass du ein bisschen über fremde Ressourcen verfügst im Projektmanagement. Und Projektmanagement ist einfach ein Riesenthema und Projektleitung und Führung ist ein Riesenthema heutzutage. Also diese nicht disziplinarische Führung.
Wie bist du umgegangen mit vielleicht conflicting priorities da bei den Kollegen und hast dann trotzdem auf ihre Ressourcen zugegriffen? Genau, das war wirklich herausfordernd und ich glaube, da lernt man Fingerspitzengefühl auch in der Führung, weil diese laterale Führung, würde ich sagen, ist gar nicht so einfach. Also bis das ein Team wurde, das wirklich perfekt gearbeitet hat, braucht man auch Zeit. Ja. Und dass das wirklich, also dass man dem Zeit gibt. Und es gab schon Situationen, wo die Personen gesagt haben, na, ich kann es nicht übernehmen, ich habe ja sonst in der Linie da so viel zu tun, es geht nicht. Mhm. Da musste ich, nicht oft, aber musste ich auch mal den Weg gehen, wirklich ins Management Board. Da hatten wir so ein Board, die Entscheidungen getroffen haben für dieses Projekt. Und hier das ansprechen und sagen, das wollen wir aber bei den Kundinnen anbieten. Das brauchen wir, ihr müsst mir bitte helfen, diese Ressourcen freizustellen. Und das ist dann auch gelungen. Also man kann nicht immer alles dann selber klären und mitbitten, weil es gibt ja oft einen guten Grund, wieso die Person sagt, das kann ich jetzt nicht übernehmen. Ja, sich auch nicht zu scheuen vor dem Weg, ja, und dann nicht auf die Idee kommen, alles selber zu machen, weil das ist halt häufig das Problem, was dann entsteht, okay, keiner kann es machen, dann muss ich es machen, weil ich bin verantwortlich, sondern auch über andere Wege nochmal zu schauen, wie kriege ich meine Ressourcen für das Thema. Und Maria, dann kam der Schritt in die HR, du hast auch schon erzählt, okay, da war es so eine Eingewöhnungsphase, auch das Thema Abgrenzen war da für dich ein spannendes Abgrenzen, wozu? Ja, Abgrenzen, dass man abschalten kann. Also vorher muss man sich vorstellen, hatte ich ja sehr, sehr ein rechtliches, technisches Projekt oder nicht so emotional aufgeladenes Projekt zum Beispiel. Und da habe ich das alles strukturiert und mit dem Team gemeinsam eben aufgebaut. Und dann kamen eben Gespräche im Recruiting, wo dir die Personen Lebensgeschichten auch erzählen und du verarbeitest das alles in einer Weise. Und in HR sind natürlich auch konfliktreiche Situationen enthalten oder auch sehr freudige Dinge, die passieren. Und hier einfach eine gute Ausgewogenheit zu finden und bei sich eben zu bleiben, weil es geht nicht um eine Sache, es geht einfach um Menschen und People. Und das musste ich lernen, weil von der Persönlichkeit her ich sehr empathisch eigentlich bin und das war für mich am Anfang eine große Herausforderung, hier natürlich nicht abzustumpfen, absolut nicht, aber trotzdem so eine persönliche Grenze zu finden, die Dinge trotzdem auch sachlich und objektiv auch zu sehen und nicht jetzt diese Emotionen dann in einer Achterbahn vielleicht mitmachen, sondern sich da gut abzugrenzen, dass man am Abend dann abschalten kann oder am Wochenende, ganz wichtig. Also emotionales Abgrenzen ist ein ganz hochpräsentes Thema, vor allem wenn wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten, ja, und es auch nicht einmal diesen Weg nach Hause gibt, den du tust oder machst, um sozusagen diese Gedanken loszulassen, sondern du stehst auf und bist im Wohnzimmer. Und dadurch ist es, glaube ich, noch mehr zusammengemischt, diese Gedanken. Was hat dir geholfen, dich emotional abzugrenzen? Ich habe mir ein Klavier angeschafft. Und zwar das ist für mich so herausfordernd, als erwachsene Person hier einzusteigen. Als Kind habe ich es mal ein bisschen versucht, aber nie richtig gelernt. Und ich habe mir extra eine ganz schwierige Aufgabe gesucht, wo ich dann gar nicht an die Firma denken kann. Und ich muss sagen, es hilft exzellent. Ich gehe nach meinem Job rüber ins Klavierzimmer, in die Bibliothek quasi und dann spiele ich da ein paar Minuten und dann habe ich diese nötige Distanz für mich gewonnen. Da bin ich so in dieser Aufgabe dann verhaftet, was manchen Eltern vielleicht gelingt, auch mit den Kindern, die einen ja auch ablenken dann von der Arbeit, von diesen Themen, die man an dem Tag hatte. Und bei mir ist es eben das Klavier oder auch mein Hund, mit dem ich dann spazieren gehe. Und das habe ich ganz, ganz bewusst gewählt. Ich dachte mir immer, irgendwann in der Pension werde ich mal Klavier spielen wieder, weil so ist meine Zeit ja sehr, sehr begrenzt. Und dann hat mir auch ein Kollege gesagt, Maria, du musst sofort anfangen. Such dir ein Klavier, kauf dir ein Klavier. Und das war echt ein super, super Tipp von ihm, nämlich das nicht so aufzuschieben, was man immer eigentlich möchte, sondern gleich zu machen und wirklich so bewusst das zu finden, wie man gut abschalten kann. Schön, voll die schöne Geschichte. Also Lebensweisheit 100%. Also das, was man wirklich tun möchte, nicht aufzuschieben, sondern einfach anzufangen. Und wenn es
die 10 Minuten sind nach der Arbeit, dann sind sie 10 Minuten nach der Arbeit. Ja, es hat ja nicht den Anspruch an Vollständigkeit im Sinne von, dass du ein kleiner Mozart wirst oder sonst was. Ja. Und von dem her, das hält uns, glaube ich, manchmal ab, wirklich die großen Träume anzugehen, weil wir denken, okay, da müssen wir ursuper toll werden, wenn wir jetzt ein Klavier kaufen. Nein, vielleicht tut es dir einfach nur aus einer therapeutischen Sicht gut, ja. Oder ein Hund tut dir gut. Oder ja, für mich ist zum Beispiel das Kochen. Ich liebe ja voll das Kochen. Also das ist voll Abschalten für mich. Und jeder Mensch hat was anderes. Aber es ist so wichtig, dass man sich drauf schaut und dass man auch mal dann früher geht, auch wenn viel los ist, also diese Erholungskompetenz und eben diese Quellen sich mal zu überlegen, was gibt mir Kraft und wie kann mir das gut gelingen, dass man das für sich einfach findet. Was gibt mir Kraft, ja. Und das sage ich auch immer meinen Klientinnen, wir brauchen ein Support-System. Also wenn wir so High-Performance einfach liefern jeden Tag und Karriere heißt halt auch viel arbeiten, intensiv arbeiten, präsent sein, da sein, dann brauchst du etwas, was dich auflädt. Und das ist sehr individuell. Aber es muss einmal angegangen werden, herausgefunden sein. Und dann ist es auch eine gewisse Art von Disziplin, tatsächlich diese Erholung auch einzuplanen. Also ohne Disziplin geht es manchmal gar nicht. Aber wir wissen, es tut uns gut. Wir wissen, der Sport tut uns dann gut oder die Zeit am Klavier tut gut oder die Zeit mit den Kindern oder mit den Freunden oder Ähnliches. Es braucht eine gewisse Art von Disziplin, dann die Arbeit wegzulegen. Und das unterscheidet aber ganz stark die Leute, die sehr lange, über einen ganz langen Zeitraum erfolgreich sind und die dann irgendwann ausbrennen, weil sie einfach die Dinge nicht, ja, weil sie es nicht liegen lassen können. Also ganz wichtig, für langfristig einfach topfit zu sein im Beruf. Genau, und reinzuhorchen, das habe ich damals in dieser Projektphase, die ich vorher beschrieben habe, habe ich wirklich zu Spitzenzeiten extrem viel gearbeitet. Und da habe ich immer einen Spaziergang am Wochenende gemacht zu einem Baumstumpf und bei dem Baum bin ich gesessen und habe immer in mich reingehorcht mit meinem Hund daneben. Und dann habe ich immer geschaut, geht's noch? Ich weiß, es ist jetzt zur Spitzenzeit und dann später wird es wieder ein bisschen besser, aber habe ich immer diesen Check gemacht, in mich reingehorcht. Ist es in Ordnung noch oder ist es zu viel und ich muss irgendwas abgeben oder eben die Notbremse ziehen? Und da habe ich immer gemerkt, nein, es gibt mir einfach so viel, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich weiß, es hat ein Ende, diese Spitzenzeit, dieses Workloads und das bekomme ich hin, aber ich habe da immer drauf geschaut und auch oft gehört vom Umfeld, vom Privaten, wird es dir eh nicht zu viel, das ist doch jetzt schon zu viel, pass auf dich auf und so weiter. Aber eben da reinzuhören und eben diese Pausen dann ganz, ganz bewusst zu wählen, ist wichtig, dass man da nicht ausbrennt. Voll. Den Satz kenne ich auch schon seit Schule an. Naja, wieso willst du so schnell studieren oder warum arbeitest du so viel? Gehst doch ruhiger an. Aber wenn die Arbeit Spaß macht, ist es nicht so schlimm, ja. Und wenn man dann den Ausgleich auch wieder schafft. Und ja, manche Menschen leben halt gerne intensiv. Gehört definitiv dazu. Und von dem her muss man einfach wissen, wie du sagst, wie geht es mir dabei, dieser Check-in. Und ich mache dann auch immer zweimal am Tag, checke ich kurz mal, wie es mir selber geht. Deswegen habe ich dir vorher auch erzählt, okay, ich habe mich einfach schlafen gelegt am Nachmittag, weil ich wusste, ich bin einfach hundsmüde, passt, ich geschlafen, ja. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann einfach das zu tun auch, um dem Körper das zu geben, was er braucht oder dem Kopf auch das zu geben, was er braucht. Damit man danach wieder frei ist für Energien und Räume schafft, weil wenn du immer in diesem Tagesgeschäft drinnen bist und nie einmal so einen Break einlegst, dann gibst du auch viel her, also verschenkst eigentlich, dass man zu guten Ideen kommt oder schaut, macht man überhaupt das Richtige oder ist man da in einem Hamsterrad und von den Ideen mal auch wirklich diesen Break einzulegen und mal zu reflektieren. Und da finde ich auch, dass bei mir so diese zur Jahreswende hin ist das eine sehr, sehr gute Phase, wo ich eben schaue, wie ist das Jahr gelaufen und was sollte ich nächstes Jahr besser machen. Eben, Maria, du musst beim Delegieren, du musst schauen, dass du weniger Meetings bist und so weiter und dass man das dann wirklich umsetzt und wieder mehr Sport oder mehr eben Zeit für sich zu nehmen. Das war eine wunderbare Abbiegung hin zu unserer Arbeitsfähigkeit und auch dem Fitbleiben in der Arbeit, weil ich finde, das ist so wichtig und das ist ein Bereich, der nicht so oft thematisiert wird und es ist aber so ein wichtiger. Also danke für deine Offenheit auch in dem Bezug.
Kommen wir zu der spannenden Szene. Die wurde der Job angeboten als Head of HR. Wie war das? Das war im Herbst 2020. Die Stelle war eben zu besetzen mit Jänner 2021, also vor ein bisschen über einem Jahr. Und da habe ich schon im Projekt mitgearbeitet, wie wir uns reorganisieren. Und dann war urplötzlich diese Stelle überhaupt zu besetzen. Mit dem hatte ich nie gerechnet, dass überhaupt die Stelle frei wird. Und dann habe ich eben gemerkt, Maria, das ist jetzt, könnte jetzt deine Zeit sein. Und habe dann sofort gespürt in mir drinnen, auch wenn das eine riesen Aufgabe ist, ich muss es machen, ich will das machen. Und dann habe ich mich fürs Hearing vorbereitet. Und ich kann mich noch ganz genau an den Abend davor erinnern, vor dem Hearing, das übrigens auch per Teams stattgefunden hat, also online, habe ich Unterlagen schon vorbereitet gehabt, wie ich die ganze HR-Aufbau, Umbau, was so die Herausforderungen in der Zukunft sind. Und dann gehe ich das so durch und auch zum Persönlichen und zur Motivation und spreche das mit meinem Lebensgefährten, den ich natürlich nach über 10 Jahren sehr, sehr gut kennt, durch. Und habe ihm die Parallelen gefunden zu meiner Projektleiterinnen Aufgabe. Und dann sagt er zu mir, Maria, ich muss dir jetzt was sagen, das ist total daneben. Es war nämlich nicht nur mein bisheriger Chef dabei beim Hearing, sondern auch unsere neue Vorständin. Und die kannte mich zu dem Zeitpunkt nicht, weil die ja erst neu war. Und da hatte ich ja nicht, sagen wir mal, die Reputation oder irgendwie. Sie kannte mich nicht. Und er sagte zu mir, Maria, die neue Vorständin, die kennt dich nicht. Du kannst das ab dem ersten Moment, weil ich hatte so gesprochen, so in die Richtung, in größeren Schuhen fühle ich mich voll wohl und kann mich richtig entfalten und das habe ich schon gezeigt und das wird wirklich, da werde ich gut reinwachsen in die Aufgabe. Und dann sagt er zu mir, Maria, du kannst das ab dem ersten Tag, was ist mit dir los? Der hat mir so richtig wirklich das so vor den Kopf geknallt. Das war sehr, sehr unangenehm in dem Moment, aber er hat es echt geschafft, mir diesen Knoten im Kopf oder diese Bescheidenheit abzunehmen. Und dann kam der Tag des Hearings, der nächste Tag habe ich geschlafen, denke ich mir, er hat eigentlich recht, was tue ich da so tief stapeln und ich werde da reinkommen in diesen Job. Ich bin wirklich die Beste für diesen Job. Und dann ging ich in dieses Hearing. Und dann habe ich mich ganz anders präsentiert und dann habe ich ihm gesagt, das Unternehmen, die Leute, die Führungskräfte, die MitarbeiterInnen, alle stehen hinter mir, ich merke das, die wollen mich in der Rolle haben und das wird gut funktionieren und ich kann das. Und mein Chef war, hat mir gesagt, total erstaunt, weil er hat auch eher diese bescheidene Maria im Hearing erwartet. Und dann bin ich da gestanden und gesagt, ich bin die Beste. Und das ist eben, glaube ich, darum ist es so interessant für viele vielleicht zum Zuhören. Man kann das und man muss es ausprobieren, aber man sollte sich eigentlich ja nicht kleiner machen, als man da ist. Und er hat mir das wirklich aufgezeigt und das konnte ich dann umsetzen und er hatte voll recht. Aber ich merke eben generell auch in Hearings, so wenn ich sie begleite oder leite, Frauen tun sich da teilweise etwas schwerer, eben in dem Moment sich hinzustellen und zu sagen, ich bin die Beste für den Job. Ich bin absolut die Beste. Ich kann es eben sofort und nicht zu bescheiden reingehen, sondern wirklich brillieren. Und das ist mir dann gelungen und so ist es dann ja auch gelungen, diese Position zu erreichen. Ja. Also das, wovon du sprichst, dieser Underconfidence-Bias auch teilweise bei Frauen, also dass sie sich ein bisschen tief stapeln und nicht so präsentieren als die Beste, ja, sei es Erziehung, sei es whatever, ja, aber wir erleben das in unserer beider Alltag, also ich als Karrierecoach von Frauen und du auch in den Hearing-Situationen, dass da echt noch ein Raum ist, der noch nicht ausgeschöpft wird an proaktivem Selbstbewusstsein. Cool, dass sie dein Lebensgefährte das eingeimpft hat davor, weil sonst würde man jetzt heute wahrscheinlich nicht sprechen miteinander und wir hätten all diese coole Story nicht gehört. Und ich habe vorher auch Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, alle stehen hinter mir, die wollen, dass ich sie anführe. Und das ist ja so cool, also es gibt ein Buch, das heißt We Need You to Lead Us. Also die Welt sucht ja eigentlich auch Leader. Wir wollen Leader, die vorausgehen und die sagen, ich kann das und ich kenne den Weg und ich mache das. Gerade in so Zeiten wie diesen wollen wir vertrauen können auf jemanden, der seine Stärken kennt und der sagt,
ich ab Tag 1 gebe ich mein Bestes in der Rolle und bin voll da. Mhm. Und ich denke, wir brauchen noch mehr Frauen, die sich das zutrauen und sagen, ja, ich führe jetzt einen Bereich, ein Team, ein Unternehmen dorthin, wo wir hinwollen. Und dann kann echt viel passieren auf der Welt, denke ich. Genau, also, und ich schaue auch wirklich da zu fördern, zu pushen, jetzt viele dann von uns in diese Funktionen auch zu bringen, vorzubereiten. Und ich finde eben schön auch das Instrument von also so eine Projektleitung. Da kann man sich ausprobieren und ja, wirklich Qualitäten auch entwickeln. Und deswegen für mich auch ganz wichtig, dass wir hier investieren und gute Talente auch wirklich solche Chancen zu geben. Und ich habe die Chancen auch immer. Im Unternehmen hat man mir wirklich große Möglichkeiten gegeben, immer an zentralen Rollen in Projekten mitzuarbeiten oder wirklich auch zu leiten. Und das ist auch für mich ein super Weg, wie man das Potenzial auch richtig entwickeln kann. Ja, Projektleitung ist generell ein super, super Tipp, weil das kriegt man unter Anführungszeichen auch mal ein bisschen schneller als eine Beförderung in eine disziplinarische Rolle. Also, dass man wirklich mal einen abgesteckten Bereich auch hat, kann man selber testen, wie geht's mir mit der Verantwortung, mit der Strukturierung von Menschen, Führung von Menschen. Und dann kann ich es echt beweisen, ohne dass ich schon den nächsten großen Schritt gehen habe müssen. Und es ist ein toller Zwischenschritt. Und manchmal fragen mich auch Menschen, okay, brauche ich als Projektleitung Führungsskills? Ich würde sogar sagen, noch mehr als bei der disziplinarischen Führung, weil wir haben so zwei unterschiedliche Bereiche, nämlich Personal Power und Positional Power in der Führung. Und als Projektleitung brauche ich total viel Personal Power, also Überzeugungskraft, um die Menschen mitzunehmen. In einer disziplinarischen Rolle habe ich per se schon mal Positional Power. Weil ich in dieser Rolle bin, in der Organisation, habe ich schon mal in unter Anführungszeichen die Berechtigung, jemanden anderen zu führen. Als Projektleitung muss ich mir die immer ein bisschen erst holen über Charisma, die Leute mitreißen, vereinen, hinter einem Ziel, hinter einer Vision etc. Also es ist manchmal sogar anspruchsvoller. Mhm. Und was ich auch noch gemerkt habe, es ist wirklich dann ein Unterschied, eine gute Vorbereitung, aber ein großer Unterschied schon, wenn man nämlich von der Verantwortung her, wenn man wirklich dann sagt, das läuft nicht gut oder das läuft nicht gut und du hast zu verantworten. Und da habe ich auch noch eine Geschichte, die ich vielleicht erzählen möchte, die dann, wie ich diese Funktion übernommen habe, auch gleich mal so zugespitzt hat, also das läuft nicht gut und das, und da ist ja HR ein bisschen anfällig, dass man gern auch mal Kritik äußert an HR. Sollte vorkommen auch in anderen Unternehmen und zum Beispiel eben auch sagt, deine MitarbeiterInnen, das war nicht korrekt zum Beispiel, wenn man dann so angeschossen wird und du trägst und du spürst die ganze Verantwortung und dann aber noch hinaus über meine Abteilung, meine eigene, über das ganze Unternehmen und die Systeme und wenn irgendwas passiert oder eben nicht eingehalten wird und so weiter. Und das kam dann so relativ schnell auf mich zu, weil ich hatte nicht die konkrete Vorstellung, was steckt wirklich alles dahinter. Und es ist auch gut so, dass man gar nicht immer weiß, was da für schwierige Situationen auch kommen können. Und da stand ich da in den ersten Monaten in der neuen Funktion und hatte da so einen Termin, wo ich wirklich das so richtig gespürt habe. Diesen Druck und diese Verantwortung für alle Systeme, alles. Du trägst die Verantwortung einfach für alles. Und dann ging ich nach Hause und es war Wochenende und dann habe ich auch das Gespräch mit meiner Schwester damals gesucht, die mich da perfekt gecoacht hat und mir wirklich geholfen hat, weil ich musste mir damals die Frage stellen, wie gehe ich die Rolle als Head of HR an mit meinem Wesen? Ich habe so überlegt, wird eine besondere Härte von mir verlangt, erwartet, dass man richtig durchgreift und harte Entscheidungen trifft und es steckt ja auch viel Personalkosten dahinter, hinter Systemen und so weiter. Und da habe ich dann für mich das so gefunden, was will ich verändern und wie gehe ich es an? Und dann habe ich mir nochmal ins Hearing, habe ich es zurückgedacht und dachte mir, alle wollten mich in dieser Funktion haben und die kennen mich, wie ich vom Typ her bin. Und die müssen ja auch wissen, dass ich meinen eigenen Weg gehe und von der Persönlichkeit her nicht immer nur in Verhandlungen schreien würde oder Menschen kein, wirklich in jeder Lage ja immer Wertschätzung entgegenbringe und nicht diesen harten Weg per se gehe und immer den Konflikt irgendwie in den
ja, suche. Und da habe ich für mich dann entschieden, erstens mal, was ich angehen will und kann und wo auch meine Leidenschaft drinnen ist. Und da kam ja genau das Projekt ja auch, wo ich Projektleiterin wurde von Die Zukunft und das Chancengleichheitsprogramm. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich jetzt gefordert, hier werden wirklich systematische Umstellungen auch passieren und hier lege ich wirklich mein Herzblut, meine Leidenschaft auch rein und hier bewege ich auf meine Art und nach meinen Vorstellungen. Und die anderen Themen wie Verbesserungen der Systeme oder Umstellungen von Systemen, das mache ich dann Step by Step. Und man kann nicht alles gleichzeitig optimieren, verbessern, revolutionieren, das geht nicht. Ich konzentriere mich hier auf dieses Projekt und das ist eine großartige Zusammenarbeit, die wir hier auch haben, wo wirklich viele, viele mitarbeiten und wo ich wirklich auch meine die Erfolge auch sehe, die man kreiert. Und da habe ich eben für mich festgelegt, nein, ich werde nicht mit einer Härte diese Rolle ausfüllen, sondern ich gehe es mit meiner Wertschätzung an, Lösungsorientierung an. Und das kommt in Wahrheit gut an, aber das musste ich damals wirklich entscheiden, für mich so, welchen Weg schlage ich ein? Und da habe ich genau gewusst, gehe ich den anderen Weg, der vielleicht, ich glaube ja, nur zu erwartet wird, denkt man sich ja eher nur aus, gehe ich den, dann macht mich die Rolle nicht glücklich. Das habe ich gewusst. Und dann habe ich mir gedacht, na, alle kennen mich und alle haben mich in dieser Rolle gesehen. Ich gehe nach meinen, also bleib bei mir, mach diese Rolle mit meinen Stärken und auch Schwächen, die ich so mitbringe. Und so gehe ich es an. Und ich merke jetzt nach über einem Jahr, dass genau das die richtige Entscheidung war und das auch gut tut, ist, Man hat vielleicht immer wieder mal so ein Bild auch von sehr, sehr harten Entscheidungen und müssen bei uns auch gefällt werden und Dinge optimiert oder eben Kündigungen ausgesprochen. Aber es geht ums Wie und das macht dann den Unterschied und den kann ich einbringen. Und das fühlt sich einfach gut an und so füllt mich die Rolle auch total aus. Also du hast dich für deinen authentischen Weg entschieden, ohne so diesen Erwartungen von außen dich zu beugen. Wie du sagst, irgendwie man hat halt das Gefühl, man muss jetzt in diese Rolle schlüpfen. Es hat zwar niemand ausgesprochen, aber vielleicht wird man ein bisschen hingestupst so in die Richtung, naja, jetzt tue mal, jetzt bist du ja da. Aber dann auch wirklich durchzuziehen und zu sagen, okay, ihr habt mir das Vertrauen geschenkt und jetzt schenkt mir bitte weiterhin das Vertrauen. Ich mache das. Ja. Ich mache das auf meine Art und Weise. Das ist eine schöne Aussage, ja, wie du die Rolle dann angelegt hast. Und es macht dich dann bezahlt. Jetzt hast du mir vorher erzählt, jeden Monat kommen neue Maßnahmen dazu bei deinem Herzensprojekt, die Zukunft. Und ja, hört sich gut an. Maria, was möchtest du denn allen, die zuhören heute, mitgeben für ihre eigene Karriere? Wirklich versuchen sich, also die Stärken herauszuarbeiten, diese Leidenschaften und sich dabei auch wirklich Hilfe zu holen aus dem guten Umfeld, die einen kennen. Und ich hatte damals einmal ein Seminar, das war für mich prägend. Ganz ziemlich am Anfang, Berufseinstieg, die eigenen Stärken stärken, hieß das damals. Und da habe ich gemerkt oder gelernt, es kommt nicht auf die Schwächen drauf an, dass man die ausmerzt, sondern es geht darum heraus, wie arbeite ich? Also bin ich jetzt beziehungsorientiert oder mehr auf der sachlichen Ebene und dass ich das ein bisschen analysiere. Und wenn ich das dann weiß, wirklich diese Stärken und in welchem Job könnte ich richtig gut sein. Und wenn man das dann weiß, an das eigene Potenzial zu glauben, ich habe immer so gefühlt, ich habe wirklich ein Potenzial, ich habe unheimlich viele Interessen auch und könnte in vielen Jobs gut sein, das war so mein Gefühl. Und schon Pläne zu machen, aber jetzt nicht versteift auf die Pläne auch einzuschießen, sondern wirklich auch ein bisschen laufen lassen, das war auch wichtig, wenn dann der richtige Schritt oder das richtige Angebot auch kommt, aber dann wirklich am Punkt zu sein und da zu sein und zu sagen, ich kann das ab sofort und ich werde das toll machen und sich wirklich auch so zu verkaufen und hinzustellen. Und es war bei mir dann auch so. Ab dem ersten Moment konnte ich das natürlich. Es hat funktioniert. Natürlich lernt man dazu über die Jahre und ja, hat eben herausfordernde Zeiten auch und ist auch wichtig, sich weiterzuentwickeln, aber wirklich zu schauen, dass man was findet, was einem liegt, was einem erfüllt und da dann
gute Leistung zu bringen und dann im richtigen Moment wirklich auch zu sagen, ich will diesen Job und ich kann das. Find your passion, ja, also sozusagen die Leidenschaft und die Stärken zusammenzubringen, so kann nur eine Karriere gelingen, darf ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Und wenn es dann noch so ist, dass der Markt auch attraktiv ist, also wenn man in einem Unternehmen ist, das weiter wächst, dann passt eigentlich alles an Chancen zusammen. Wunderbar, Dankeschön, Maria, für die vielen, vielen Geschichten und Tipps, die du uns heute mitgegeben hast. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg mit dem Projekt einerseits, aber ich bin auch gespannt, wo es noch weiter für dich hingehen wird. Vielen Dank, war mir Freude. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karriere-Story zu hören.